Jeder Mensch will gelobt werden und braucht Lob, sonst fühlt man sich in seinem Leben ja nicht wohl. Es haben bestimmt alle Pflegenden verdient, so einen Preis zu gewinnen. Und es ist eine schwere Arbeit, weil man halt selber nur ein Mensch ist. Schicksale gehen einen ans Herzen und nehmen einen auch mit. Und das tut einfach gut, dass das mal so öffentlich gemacht wurde. Bei der Preisverleihung waren wir eingeladen in Berlin. Und wir konnten es erst gar nicht glauben, sind total nett begrüßt worden. Wir hätten uns das nicht so schön vorgestellt. Es war wirklich sehr emotional. Und dann kamen wir und sind aufgerufen worden, dass wir den ersten Preis haben. Wir haben Standing Ovation gekriegt von unseren Kollegen dort. Also, das war Wahnsinn. Das erlebt man nicht wieder. Und wer kann auch sagen, er hat im Bundestag Abendbrot gegessen? Für die Pflege ist dieser Preis sehr wichtig, weil es zeigt auch diese tiefe Solidarität unter den Pflegenden, dieser Austausch untereinander, dass es uns fast allen gleich geht, dass wir da alle mal zusammenkommen und miteinander reden konnten. Wir haben es ja als Team gewonnen, diesen Preis. Jeder ist ein Zahnrad, einer alleine funktioniert ja nicht. Wir weinen zusammen, wir lachen zusammen. Und wenn man dann noch so einen Preis gewinnt, so eine Anerkennung erfährt von der Öffentlichkeit, von Zeitungen, wurde berichtet darüber, und das hat uns als Team gestärkt hervorgebracht. Also ich denke, dass dieser Preis ganz wichtig war für diesen Berufsstand, für die Pflege, weil gerade eben in der Politik es jetzt immer mehr in den Fokus rückt, dass eben zu wenige da sind, die pflegen.